Dies ist die Straße Nummer 1, der einzige Weg in ein Land, das es offiziell gar nicht gibt. Alles, was nach Somaliland kommt, muss hier durch. Nur mit einem Strick und 10 Polizisten ist die Grenze gesichert. Waren, Güter, Menschen, die Straße Nummer 1 ist die Lebensader der Region. Willkommen in Somaliland, in unserem freien Land. Das hier ist das Eingangstor von Äthiopien nach Somaliland. Somaliland hat seine eigene demokratische Regierung. Und nein, Somaliland ist kein Teil von Somalia. Offiziell kommt man nur mit einem Visum ins Land. Im kleinen Grenzverkehr sieht das niemand so genau. Die Road Number 1 ist die einzige Überlandverbindung quer durch Somaliland. Eine Art diagonaler Korridor, ein endloser Wechsel zwischen asphaltierter Straße und staubiger Piste. Von der Grenze zu Äthiopien führt sie in die Hauptstadt Hargeisa und dann weiter zum einzigen Hafen am Golf von Aden. 250 Kilometer durch tropische Trockensavanne. In Somaliland gibt es mehr Vieh als Menschen. 16 Millionen Ziegen, Schafe, Kamele und Rinder bei nur 4 Millionen Einwohnern. Über die Hälfte der Bevölkerung sind Nomaden. Diese Hirtin ist angeblich 100 Jahre alt. Als sie jung war, muss das Land noch anders ausgesehen haben. Das Land war wunderbar. Nur wenige Menschen lebten hier. Das Land war grün, alles war voller Bäume. Es war wie ein Dschungel. Überall standen Bäume. Manche waren so hoch wie die Berge. Doch dann kamen immer mehr Menschen und sägten sie ab. Früher, da gab es auch mehr Regen, sogar Überschwemmungen. Das Wasser spülte manchmal alles weg, was wir besaßen. Aber die Regenzeiten sind lange her, bestimmt schon 50 Jahre. Heute herrschen Klimawandel und Trockenheit. Dennoch hat die Region es geschafft, eine eigene Wirtschaft zu bilden. Immer noch ist das ökonomische Rückgrat Somalilands der Viehhandel. 70% aller Einnahmen stammen aus diesem Wirtschaftszweig. Jeder Zweite lebt vom Kauf und Verkauf der Nutztiere. Verhandelt wird diskret. Zwei Finger, drei Finger und ein halber, dann ist man sich einig. Einen Fixpreis gibt es nicht. Ein Muttertier mit einem Jungen ist am teuersten. Das geht bis 1.400 Dollar. Die billigsten kosten 700. Der zentrale Viehmarkt des Landes liegt am Rande der Hauptstadt Hargeisa. Diese Tiere kommen alle von hier, aus Somaliland. Manche Kamele werden nach Saudi-Arabien exportiert. Andere werden auch für die Restaurants in der Stadt geschlachtet. Wir exportieren nach Jemen, nach Ägypten und Saudi-Arabien. Der größte Teil geht aber tatsächlich nach Saudi-Arabien. Die Bilder täuschen. Heute ist hier nicht viel los. Das Geschäft brummt erst so richtig vor der jährlichen Pilgerreise der Muslime. Also dann, wenn in Saudi-Arabien traditionell jeder Gläubige auf dem Weg nach Mekka ein Tier schlachtet. Obwohl das Land zu 100% eine islamische Männergesellschaft ist, ist der Viehmarkt keine reine Männerdomäne.
Die Frauen sind ja sowieso diejenigen, die sich um den Viehhandel kümmern. 90% der Händler sind Frauen. Und es gibt uns in jedem Geschäft, bei den Schafen, den Ziegen, aber auch bei den Kamelen. Warum wir Frauen arbeiten, hat auch damit zu tun, dass manche ihren Mann verloren haben oder die Männer keine Arbeit finden. Wir Frauen müssen dann die Familie ernähren. Immerhin, es geht um viel Geld. Eine Ziege bringt zwischen 50 und 70 Dollar. Der Viehbestand, das ist unser Reichtum. Das ist es, was unser Land reich macht. Es ist unsere erste Einkommensquelle. Ich bin Somaliländer. Somalia ist ein anderes Land. Der Unterschied zu Somalia ist, hier gibt es keine Probleme. Hier ist jeder und alles in Sicherheit. In Somalia ist gar nichts okay. Heute Abend werden die Ziegen am Hafen sein, bereit zur Verschiffung. Sage und schreibe 30.000 Dollar ist die Ladung wert. Über 1 Million Menschen leben heute in der Hauptstadt Hargeisa. Als 1991 die somalische Regierung in Mogadischu gestürzt wurde, erklärte sich die nordwestliche Region Somaliland einseitig für unabhängig. Während Somalia begann, im Bürgerkrieg zu versinken, herrscht in Somaliland seit 30 Jahren Ruhe. Zumindest der Form nach gibt es ein gewisses Maß an Demokratie. Der Nationalstolz ist an jeder Ecke zu spüren. Ein eigenes Land, eine Armee, eigenes Geld und sogar eine Fahne. Das grüne Band steht für Wohlstand. Darauf geschrieben steht, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Der weiße Streifen heißt Frieden. Und der schwarze Stern ist das Symbol dafür, dass es nie mehr eine Vereinigung mit Somalia geben wird. Die haben einen gelben Stern. Und der rote Streifen steht für das viele Blut, das es uns gekostet hat, von Somalia wegzukommen. Stolz sind die Menschen auch auf die eigene Währung, obwohl der Somaliland-Schilling im Alltag kaum als Zahlungsmittel dient. Und wenn, dann nur für kleinere Käufe. In Afrika, nicht nur in Somaliland, überall in Ostafrika funktionieren die Länder in Dollar. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Kenia, da kann man gut mit Dollar zahlen. Hier in Somaliland geht beides. Entweder Dollar oder Somaliland-Schilling. Alle offiziellen Insignien eines Staates sind also vorhanden. Woran es in grausamer Weise fehlt, ist jegliche Produktion und Infrastruktur. Fast alles muss importiert werden. Autos aus Dubai, Stoffe aus Pakistan und auch jede Melone, Apfelsine oder Banane stammt aus dem Ausland. Für den nationalen Markt erzeugt die Region selbst gerade mal Mais, Kartoffeln, Zwiebeln und Kohl. Die Stromversorgung läuft über Dieselgeneratoren und fällt regelmäßig aus. In Somaliland kostet Strom so viel wie kaum irgendwo auf der Welt. Viermal so viel wie in Europa. Die Straßen voller Schlaglöcher und nur jedes vierte Haus hat fließendes Wasser. Diese Jungs hier verteilen das städtische Brunnenwasser an die Haushalte. Für 25 Dollar pro Fass verkaufen sie eine Brühe voller Keime. Jedes Jahr wird mit großem Pomp an die Loslösung von Somalia und an die blutig errungene Unabhängigkeit erinnert. In der Residenz des Präsidenten trifft sich die Crème de la Crème. Patriotismus ist das Motto des Abends. Obwohl diplomatisch nicht anerkannt, hat das Land längst internationale Verbindungen. Auch die Europäer sind vor Ort, allen voran Dänen und Briten. Die Vereinten Arabischen Emirate und Taiwan sind große Unterstützer, außerdem Äthiopien und die Türkei. Offiziell ist das Land von jeglicher Entwicklungshilfe abgeschnitten. Aber der Präsident, er gibt sich selbstbewusst. Die einzige Lösung für Somaliland besteht darin, dass die Realität einer unabhängigen Nation akzeptiert wird.
Somaliland hat ein progressives Programm zur Konfliktlösung, zum Staatsaufbau und zur Etablierung funktionierender staatlicher Institutionen in Angriff genommen. Wie die staatlichen Strukturen arbeiten, sieht man am Parlament. Ein einziger Clan hat die Macht im Land. Keine einzige Frau sitzt in einer der beiden Kammern. Vorlagen gehen nur dann durch, wenn der Imam und das Religionsgesetz dies gutheißen. Traditionelle Normen wirken sozusagen parallel zu vermeintlich demokratischen Institutionen. All diese Herren wurden von ihren Stämmen ernannt. Die Clan-Zugehörigkeit dominiert alle Entscheidungsprozesse. Das Oberhaus hat die Rolle einer Bremse gegenüber dem Abgeordnetenhaus. Denn das sind die Jungen. Die stehen eher für den aggressiven Teil unserer Clan-Gesellschaft. Wir also, sozusagen der Ältestenrat, wir sind die, die auf die Bremse treten. Zurzeit ist die Lage eigentlich stabil. Wir werden als Ältestenrat immer dann aktiv, wenn in der Gesellschaft Probleme auftauchen. Zum Beispiel Konflikte zwischen Stämmen oder Gruppen, die miteinander kämpfen. Ansonsten sitzen wir hier, bekommen Gesetzesvorlagen und wir bestätigen sie dann. Somaliland schmückt sich, das sicherste Land am Horn von Afrika zu sein. Vom offiziell verordneten Optimismus ist im Alltag wenig zu spüren. Die Justiz wird von der Regierung kontrolliert, Pressefreiheit gibt es keine. Auch wenn der Islam kein Extremer ist, er wendet die Gesetze der Scharia an. Vor der großen Idee eines unabhängigen Staates verstummt weitgehend jede Kritik. Die Situation Somalilands und seine fehlende Anerkennung wird von der politischen Klasse an der Macht ausgenutzt, um einen Mantel über ihre eigenen Fehler und korrupten Methoden zu werfen. Wenn die zum Beispiel keinerlei Dienstleistungen hinbekommen und die Menschen danach fragen, dann sagen sie, ja, aber wir sind ja nicht anerkannt. Wenn man die Regierung kritisiert bei Menschenrechten, vor Gericht oder wegen Korruption, dann heißt es, man unterminiere die Sache Somalilands. Das äußere Erscheinungsbild ist wichtiger als alles andere. Die Fassade ist das vitale Thema, nicht das Leben des einzelnen Bürgers, der ein normales Leben führen will und nicht weiß, wie er seine Familie ernähren soll. Das Thema internationale Anerkennung wird missbraucht. Es dient in erster Linie der politischen Klasse, ihre eigenen Interessen und Vorteile durchzusetzen. Wie wenig sich die politische Klasse um Teile der Bevölkerung schert, sieht man in den Flüchtlingslagern vor den Toren der Stadt. Dieses hier heißt Istanbul. Hier leben Menschen, die wegen der Trockenheit all ihr Vieh und damit ihre Einkommensquelle verloren haben. Keine regelmäßigen Nahrungsmittellieferungen gibt es, keine humanitäre Organisation kümmert sich. Sturm und Regen haben in der Nacht mein Haus zerstört. Der Regen kam plötzlich und mit starkem Wind. Der hat alle Planen weggeblasen. Die Menschen sind schnell in andere Hütten gerannt. 5 solcher Lager gibt es rund um die Hauptstadt. Seit 10 Jahren lebe ich jetzt hier. Seit 10 Jahren dieses Elend. Auch der Sprecher der Lagerbewohner hat nicht viel zu verteilen.
Es sei denn, ein paar tröstende Worte. Na, Großmutter, wie geht es? Alles in Ordnung? Wie ist die Situation? Und mit der Gesundheit, alles gut? Na, ich hoffe das Beste, trotz all der Armut. Alles Gute. Im Lager leben zurzeit 564 Familien. 80% der Menschen sind wegen des Klimas hier. Sie sind Opfer der Trockenheit. Die anderen lebten früher in der Stadt Hargeisa. Aber damit kommen sie nicht mehr zurecht. Es ist zu teuer. Insgesamt sind wir hier jetzt fast 2000 Menschen. Wir sind verzweifelt. Wir überleben hier in einer menschenunwürdigen Welt. Wir brauchen dringend medizinische Versorgung, auch Toiletten und eine Schule. Die Menschen hier haben gar nichts. Wir warten auf die Regierung oder Organisationen, dass sie was für uns tun. Ein blühendes Somaliland, hier träumt niemand diesen Traum. Der Schlüssel für die Zukunft könnte in der Bildung liegen. Wer an einer der Privatunis in Hargeisa landet, hat Glück. Viele schreiben sich für Sozialwissenschaften, Wirtschafts- und Verwaltungsfächer ein. Doch es gibt kaum Unternehmen, die den Studenten anschließend Jobs anbieten können. Die Männer links, die Frauen rechts, getrennt sollen sie ihren Master machen. Nur ein Fünftel der Studierenden findet nach dem Abschluss eine Anstellung. Das erste Opfer sind die jungen Frauen, auch wenn sie voller Ehrgeiz sind. Ich glaube, dass ich Wirtschaftsmanagement genauso gut kann wie die Männer in Somaliland. Und ich denke, dass ich als Frau ein Niveau erreichen kann, das Frauen hier bisher nie erlangen konnten. Die Studentinnen lächeln, ihre Vorwürfe sind jedoch unverblümt. Wenn ich Präsidentin wäre, alle meine Beraterinnen wären Frauen. Denn die meisten Männer hier sind korrupt. Frauen sind ehrlicher und verschwenden kein Geld. Es sind die Frauen, die das Land voranbringen. Außerdem würde ich auch die meisten Ämter in den Ministerien mit Frauen besetzen und nur wenige Männer anstellen. Manche Frauen negieren die Tatsache, dass der Islam und die patriarchalische Clangesellschaft Hand in Hand gehen. Durchaus räumt die islamische Religion uns Frauen viele Rechte ein. Die müssen sich die Somaliländerinnen allerdings noch erobern. Woran wir uns stoßen, sind vor allem die kulturellen Traditionen. Das ist die Herausforderung. Denn diese Traditionen stehen oft im Gegensatz zum islamischen Gesetz. Aber wir haben sie nun mal geerbt. Jetzt gilt es, diese Normen für die Frauen loszuwerden. Ich hoffe jedenfalls, dass sich dies in den nächsten 35 oder 50 Jahren zum Guten ändern wird. Vielleicht ist es auch der Einfluss von außen, der die Gesellschaft ändern wird. Vor allem die vielen Rückkehrer aus der somalischen Diaspora glauben an die Zukunft der de facto Republik. Sie unterstützen das Land aus der Ferne schon lange. Laut Regierung pumpen sie 800 Millionen US-Dollar jährlich ins Land. Ich habe dieses Lokal aus vielen Gründen aufgemacht. Der erste, ich wollte mein Leben lang schon immer wieder hierher zurück. Etwas für meine Landsleute, meine Heimat tun. Außerdem bin ich eine junge Frau. Viele Somaliländer sind jung. Ich wollte Arbeitsplätze schaffen und dass die Jugend mal etwas anderes erleben kann.
Unsere Message geht dabei auch an die junge Generation, die im Ausland lebt. Kommt zurück und erlebt dieses Land. Erlebt eure Heimat und Kultur. Und seht, dass es Orte gibt, wo ihr Spaß haben könnt. Jüngstes Symbol des Fortschritts ist der neue Hafen von Berbera. Der Anleger ist die wichtigste Handelsverbindung des Zwerglandes zum Rest der Welt. Fast 100% aller Waren werden hier umgeschlagen. Gerade ist er neu eröffnet worden. Ein von langer Hand geplanter Deal, vorbei an jeder demokratischen Kontrolle. Also feiert der Präsident sich selbst und noch viel mehr den ausländischen Investor, der das alles bezahlt hat. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich den Container-Terminal 500 Millionen Dollar kosten lassen. Es wird ihr neues Einfallstor nach Afrika. Die Konzession für den Hafen hat Somaliland ebenfalls vor 30 Jahren an die Emirate abgetreten. Unsere Vision ist es, aus Berbera ein Drehkreuz für ganz Ostafrika zu machen. Wir sind jetzt bereit, Dienstleistungen anzubieten für alle afrikanischen Länder, die keinen Zugang zum Meer haben. Es ist also ein Meilenstein auf unserem Weg nach vorne. Nicht nur für unser Land, sondern für die ganze Region. 500.000 Container sollen hier jedes Jahr durchgejagt werden. Die Straßenanbindung will Äthiopien bauen. Die Verantwortlichen glauben fest an diesen Berbera-Korridor, die Straße Nummer 1 vom Hafen ins Hinterland. Wir sind voller Hoffnung, dass von heute an richtig große Containerschiffe in unseren Hafen kommen. Direkt aus China, Amerika und Europa. Früher kamen nur kleinere Frachter hierher nach Berbera. Heute ist schon der erste Tag, an dem wir ein Mutterschiff aus China hier liegen haben. Wir sind sowas von glücklich deswegen. Schon in der Vergangenheit war Berbera auch Militärhafen. Die Marinebasis wird ebenfalls den Vereinigten Arabischen Emiraten überlassen. Ihnen und damit auch ihren US-amerikanischen Freunden. Als einziger Tiefseehafen der Region macht Berbera jetzt Djibouti Konkurrenz, wirtschaftlich und militärisch. Als nächstes will man die Emirate noch eine Airbase im Land bauen lassen. Afrika ist reich, Somaliland ist reich. Alles, was fehlt, sind gute Regierungen. In Transparenz und guter Staatsführung, aber ohne Korruption. Somaliland ist gerade dabei, sich im Inneren zu verändern. Aber erst, wenn der Kampf gegen Korruption aufgenommen wird, erst, wenn Transparenz und Menschenrechte durchgesetzt werden, dann kann die Zukunft rosig sein. Wenn nicht und man ausländische Mächte ins Land holt, die bloß an unseren Bodenschätzen interessiert sind, dann wird das Land ausgebeutet. Vielleicht gibt es dann auch Gewalt oder noch mehr Korruption. Denn niemand aus dem Ausland kommt ja nach Somaliland, um uns zu helfen. Sie kommen alle nur, um unsere Bodenschätze zu plündern. Da brauchen wir eine Lösung. Seine Rolle spielt Somaliland trotzdem. Als Korridor zwischen Küste und Kontinent, als Militärstützpunkt am Golf von Aden und bald als Rohstofflieferant für Erdöl, Gas und Mineralien. Wenn dies alles also auch unter der Hand schon bestens funktioniert, kein Wunder, dass niemand ein echtes Interesse daran hat, Somaliland auch noch diplomatisch anzuerkennen.